Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan True Warriors. Ja, Bauaufsicht. Bauaufsicht kommt vorbei. Der Titel ist eigentlich gar nicht von mir, sondern so halb von mir. Der Florian Berlinger hat mir geschrieben, Toto, nenn die nächste Folge Bau-Beaufsichtigung, aber ich habe sie einfach Bauaufsicht kommt oder Bauaufsicht genannt und ich hoffe, das gefällt euch hier trotzdem, dass es immer wieder schön so ein paar nette neue Namen gibt. Aber wir wollen natürlich auch gleich mit der Bauaufsicht mal reinhauen und ich fange heute mit den Verlorenen von letztes Mal an. Es ist der SVK 1966. Der war letztes Mal abgefarmt und ich weiß, dass er diesmal nicht abgefarmt ist. Also sein Rathaus-Szenerdorf steht und ich glaube, er ist jetzt noch nicht so super lange Rathaus-Szenen, denn die Infernos gehen hier jetzt gerade hoch. Das sieht man. Also beide auf einmal und er hat schon mal alle oder die nächsten neuen Mauern für ihn hier rausgebracht, hat sich schon mal so ein bisschen gelevelt, das ist super und hat hier natürlich auch im RH9 Bereich nicht alles durchgelevelt, das sieht man auch, aber ich glaube, er kommt ganz gut zurecht, ist jetzt schon dabei, die Truppenlage auszubauen. Ja, ich mache es ja gerade selber mit dem Avatar 10 Tage, das ist immer ein Wort zum Sonntag, die Lager, aber macht die ruhig fertig und dann wird das sicherlich, ich kann die Base hier sehr, sehr schlecht bewerten, da sie jetzt gerade erst ein RH10 ist, aber ich glaube, die hält hier unten mal, naja, da hier unten wird natürlich auch mal gedroppt und er hat aber auf jeden Fall auf Rathaus 9 alle Truppen gemacht und auch alle Zauber fertig gemacht, also jetzt geht es darum, die Zauberschüssel einmal auszubauen, wir gucken mal, ob die im Ausbau ist, denn die braucht man ganz, ganz früh, finde ich, hier ist sie, auf den nächsten Level, also auf Level 5, damit man den Zauber, also nicht den Klonzauber bekommt, sondern dass man einen Zauber mehr hat hier und auch die Clanburg unbedingt ausbauen, aber sonst sieht das hier ganz gut aus und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dich heute hier mit reinnehmen konnte. Und dann haben wir gleich den nächsten. Das ist der Cheetah. Das ist der Cheetah 1.0 vom Clan King 2 Foxy und er ist ein Rathaus 7. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung, hat hier schön gelevelt, Zauber schön gelevelt, den Drachen. Ich hoffe, der Drachen läuft jetzt in der Kaserne, aber ich denke mal, da oben leuchtet das Teil. Ich denke, da läuft auf jeden Fall der Drachen. Das Dorf sieht super aus hier. Die Luftabwehr, die zweite geht jetzt hoch und einer hat er schon auf 4, das ist super. Also auch, denke ich mal, noch nicht ganz so lange auf dieser Rathausstufe. Wir gucken mal, hat noch 180 Truppen, also unbedingt die Lager ausbauen hier, denn die brauchen ja nur so ein paar Tage. Und dann hast du hier 200 Truppen. Und dann geht das hier auf jeden Fall mit dem Rathaus 7 richtig gut voran hier. Im Rathaus 6er Bereich hätte man ein bisschen mehr Mauer machen können. Ja, das bewerte ich jetzt mal über in dieser Range hier. Aber ich glaube, das Dorf sieht gut aus und ich denke mal, der Cheetah ist zumindest zufrieden mit dem Dorf und ist vor allen Dingen zufrieden, dass ich ihn heute mit reinbekommen habe. So, ich habe den nächsten für euch. Es ist der Maxi. Der Maxi, Level 94 vom Clan Super Saiyajins. Und er ist ein Rathaus 9er mit noch nicht ganz so tollen Helden und auch die dickste Truppe hier, den Golem, nur auf Level 1, also nicht weiter gelevelt. Hier Schweine noch auf 3, auch nicht weiter gelevelt im RH9 Bereich. Pekka hat er aber gemacht. Erdbeben-Zauber sehe ich immer drüber hinweg. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus, aber unbedingt, da gehen die Helden jetzt hoch. Jawohl, die Helden, die muss ein bisschen nachziehen. Also lass erstmal alles so in Ruhe hier in deiner Base. Ich würde sagen, level die ganze in Ruhe weiter. Er hat auf jeden Fall schon 220 Truppen, hat die große Clanburg hier, das ist auch super. Und ich denke mal, muss er sich die Babydrachen muss er sich noch freischalten hier. Also ich schätze mal auch noch nicht so super lange Rathaus 9. Die Base wird jetzt noch ein bisschen eingeschwärzt. Ich denke mal, da wäre ein bisschen mehr gegangen im Rathaus 8 Bereich und auch an den Truppen. Aber ja, letztendlich muss es jeder selber wissen. Und CK-tauglich ist er in jedem Fall. 308 Sterne hat er gewonnen. Hat hier schon mal ein paar Defenses gewonnen, beziehungsweise vermutlich ein paar Drops. Und dann sieht das hier eigentlich ganz gut aus. Gefällt mir hier die Base. Stehen auf Boden Luft. Ja, das passt alles, denke ich mal. Und
Ich schwenke zum nächsten mit Leerzeichen natürlich wie immer. Das ist das Bennisdorf vom Clan Gianni. Er ist Co-Leader, Clan Level 9. Und es ist auch ein Rathaus 7, super Sache. Ein Rathaus 8, der auf 7 in jedem Fall nicht alles durchgemacht hat, zumindest nicht die Mauern, aber er macht jetzt schon mal das Wichtigste hier, die Clanburg. Dann geht er nämlich ein Packer rein, 5 Hawkrider oder was auch immer. Also super, dass er die schon mal hochzieht. Alle anderen Sachen wären sicherlich mal ein Level weitergegangen hier. Vor allen Dingen hier der Flächenschaden wäre ein bisschen weitergegangen, auf Rathaus Level 7 schon. Also ein bisschen früh gestartet hier mit dem Rathaus 8, auch wenn ich die Luftabwehren sehe, die gehen auf Rathaus 7 auf 5 hoch und haben natürlich eine lange Laufzeit, je nachdem wie viel Bauarbeiter man hat. Ich sehe hier nur eine Bauhütte hier hinten in dem Bereich. Zwei Bauhütten ist eng. Habe ich jetzt eine übersehen? Nee, ich glaube, ich habe keine übersehen. Okay, mit zwei Bauhütten, aber trotzdem. Ich habe das ja gezeigt, wie man das eigentlich machen kann mittlerweile, wie man sich die Bobs zusammenfarmen kann hier für umsonst. Und das Dorf selber finde ich zum Farmen, ist das in Ordnung. Hier unten kassiert er natürlich öfter mal ein paar Drops, also er hat schon ein paar Defenses und Level auf jeden Fall die Zauber auch noch nach. Also auch ich finde vor allen Dingen, der Wutzauber ist hier in Kombination mit den noch zweier Drachen, das Labor läuft ja zurzeit nicht richtig gut. Und 195 Truppen, also das letzte Lager hier noch gemacht. Ja, ein bisschen musste nachholen, aber ansonsten wirst du wahrscheinlich mit dem Account zufrieden sein. Ich wäre es nämlich nicht. So, dann haben wir den nächsten mit Leerzeichen hier drin. Es ist der Jojo vom Clan All in Peace. Auch ein Rathaus 8. Er ist 88 Sterne gewonnen. Das wundert mich manchmal, dass so wenig Sterne hier gewonnen werden. Und er hat, ja, die Truppen zumindest schon mal rausgebracht hier, die Walküre und den Golem. Hat Dreier Drachen, das ist super. Und ja, irgendwas wird sicherlich jetzt bei ihm im Labor laufen. Aber die Base hier sieht schon mal ein bisschen anders aus. Sieht man auf jeden Fall. Rathaus 7 wurde hier voll durchgemacht. King geht jetzt hoch, das ist super. Habe ich auch so gemacht, wisst ihr. Damit ich den gleich auf 10 hatte und brauchte mich um den nicht mehr kümmern. Danach habe ich das ganze Dunkle nämlich komplett in meine Truppen verbraten. Und ich denke mal, die Base, ja, die macht einen guten Eindruck. Die sind schon auf 6 hier. Die hat er gleich zu Anfang, denke ich mal, angestoßen. Jetzt geht der Flächenschaden hoch hier, Stück für Stück. Die 3 gehen auf Level 6 ja hoch. Ja, das ist cool hier. Das sieht gut aus. Lager geht hier jetzt hoch. Dann kann er auch ein bisschen mehr mit Elex an Truppen leveln. Und das Labor läuft hier unten auch. Also irgendwas wird im Labor laufen. Ah, ich weiß nicht. Pekka oder vielleicht schon die erste dunkle Truppe. Aber das sieht hier, glaube ich, ganz gut aus und ja, er hat auf jeden Fall 7 voll durchgemacht. Saubere Sache hier vom Jojo. Wir haben hier den nächsten. Es ist der Chameleon. Chameleon 141 vom Clan Sharks. Er ist ein Rathaus 9er und hat, glaube ich, 8 ganz gut hinter sich gebracht. Ist, glaube ich, ein Luftangreifer, denn den Hund vor den Golem zu leveln, das machen auch die wenigsten. Aber wenn man sich sicher ist, dass man ein guter Luftangreifer ist, dann kann man das natürlich ruhig machen. Hatte den Babydrachen schon freigeschaltet. Also ich denke mal, war ein ganz normaler, oh starkes Dorf, war ein ganz normaler RH8, der durchgelevelt hat. Und oh, klopft die Queen jetzt schon schön an den King ran. Das ist auch super, also die geht auch auf 10. Der X-Bogen ist allerdings schon ein bisschen hoch, also lass den hier erstmal in Ruhe, würde ich sagen. Und mache erstmal den Rest, aber der Rest sieht auch schon ziemlich stark aus hier. Mit den Luftabwehren und auch mit den Magiertürmen hier. Das ist schon ziemlich stark, die sind schon durch hier, würde ich sagen. Und ja, der Rest ist durch, die Infernos, die Tesla sicherlich auch. Und das Labor, wo ist das Labor? Wo ist das Labor in dieser doch nicht so aktiven Base hier? Das sehe ich daran, dass die Minen und Sammler einfach pickepacke voll sind. Oder er hat halt ein Langzeitschild, was ich jetzt nicht wirklich glaube. Jetzt finde ich das Labor nicht. Ah, hier ist es. Hier ist das Labor. Es läuft zurzeit nicht. Okay, kann man nichts dran machen. Aber ich denke mal, er ist ganz zufrieden hier mit seinem Dorf. Hat auch ja, 263 Kriegssterne. Auch das ist cool. Also einfach weitermachen, wenn du denn mal wieder online kommst. Wir haben hier den Gamer-Paddy, 3 Gamer-Paddy .3.1 vom Clan Tenacious D. Er ist Member, oh, Clan Level 14, cool. 106 Sterne gewonnen, okay, er ist an Rathaus 7. Das ist in Ordnung.
Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, der eine oder andere schreibt ja immer, ich bin ein Mext. Ich glaube, das hat er mir hier auch geschrieben. In der Tat habe ich mir vorher schon angeguckt, orientiere ich mich ja ein bisschen dran, weil ich ja auch noch ein Rathaus 7 habe, aber tatsächlich, das Ding hier ist durch, zumindest was die Defense angeht. Und schön gemacht hier vom Gamer Paddy mit der Base hier auch, würde ich mal so sagen. Noch keine Defense gewonnen hier. Okay, er ist natürlich auch relativ hoch in Kristall 3 für ein Rathaus 7. Da geht natürlich noch viel, viel mehr. Aber es sieht ganz gut aus hier. Die Lager hier schön, schön außen zum Ausgeben. Mehr geht hier nämlich nicht. Er kann jetzt keine Mauern mehr machen und muss jetzt noch vielleicht den einen oder anderen Minen oder Sammler machen. Klopft hier noch die letzten Kasernen hoch. Die habe ich allerdings bei meinem R7 schon oben. Und ich glaube, die Base hier hält aber sicherlich trotzdem mal einen Angriff ab. Zumindest schützt es das Rathaus. Also ich denke, 3 Sterne kassiert er nicht immer. Hat er gut gemacht hier, der Gamer Paddy 3.1. Ja, ich habe für uns jetzt schon die erste Pause. Die kommt heute nämlich vom Fifi. Wir haben einen netten Fight hier von unserem Fifi. Ich nehme einfach mal jemanden von den True Warriors hier mit in die Pausenfolge, denn ich glaube, das lohnt sich. Ne? Der Fifi ist hier in Champions 1, also der geht im Moment stark auf die Titan Liga zu, also pusht im Moment so ein bisschen und hat diesen Angriff hier nettes Frühstück genannt. Ja, ist auch ein nettes Frühstück. Ich meine, seine Armee kostet natürlich richtig Elex hier, aber auch wenn sie jetzt so teuer war, hat er immer noch Gewinn gemacht hier. Denn so wie ich das überblicke, kostet so eine Armee so um die 600.000 Elex. Und wenn er hier natürlich jetzt alles rausholt, inklusive des Bonuses, was er hier oben ja bekommt, dann hat er in jedem Fall tatsächlich da auch noch Gewinn gemacht. Ist auch krass, aber ist natürlich schön, so eine Base hier ja zum Frühstück zu kriegen. Also das hat ihn sicherlich gefreut, denn gerade wenn du so locker am Frühstückstisch sitzt und denkst dir so, ich mache mal ein paar Farmangriffe hier mit meiner Truppe, und er ist ja auch Fifi ist noch Rathaus 10er und ist aber maxed out hier, also auch bei ihm ist das relativ schnell gegangen. Musste ich jetzt mal so feststellen, denn 40er King und 40er Queen, also auch der Fifi, hat hier wochenlang wirklich nur die Helden gemacht, um die erstmal auf 40 zu haben, denn ihr wisst es selber, aus meinen kleinen Serien, hast du die erstmal fertig, bist du erstmal Dauerkriegsklan-Gegner oder Dauerkrieger und das ist natürlich top, dass du dann erstmal immer schön deine Helden parat hast für die Clankriege und musst dich um die erstmal gar nicht mehr kümmern. Kannst jetzt richtig schön deine Base maxen. Und ich denke mal, ja, ist mit dem Lot hier, glaube ich, ein guter Angriff gewesen. Kann man mal zum Frühstück mitnehmen. Den Morden nimmt er auch noch mit und das Rathaus nimmt er auch noch mit. Also wunderbar hier. Also krasse Sache. Ein bisschen hat er noch übergelassen. Aber ich denke mal, mit dem Bonus ist das hier ein super Angriff gewesen. Danke Fifi. Ja, schönes Ding von Fifi und wir machen hier auf jeden Fall weiter mit unseren Besuchen. Ich bin jetzt mal in meiner Tabelle so ein bisschen gesprungen und es ist kein Zufall, dass wir hier den Bomber 1965 vom Clan True Warriors 2 haben. Als er sich hier bei uns beworben hat, beziehungsweise zur Dorfbesuchsfolge, war er hier noch nicht. Er ist erst seit ein paar Tagen da und wir sehen hier aber ein Rathaus 8. Auch schon sehr, sehr stark. Golem ist auf 2. Schweinereiter und Walküren könnten jetzt natürlich ein Level vertragen. Genau wie auch jetzt hoffentlich der Packer und ja, zieh unbedingt auch den Heiler hoch. Also auch den wirst du im Rathaus 9er Bereich, denke ich mal, das ein oder andere Mal brauchen. Also Level ruhig alles hier durch. Das ist ganz easy im Rathaus Level 8 Bereich. Und das Dorf, ich denke mal, kann sich auch sehen lassen. Geht schon in die ersten Schwarzfarben hier unten rein. Und der Rest sieht auf den ersten Blick für mich sehr, sehr gut aus hier. Die Luftabwehren sind in jedem Fall hoch. Dafür ist das Dorf auch schon ein bisschen älter, hätte ich mal so gesagt. Und King schon auf 10, das ist natürlich klasse. Da braucht er sich nicht mehr rum zu kümmern. Dass er 200 Truppmatter brauche ich eigentlich fast nicht nachgucken. Aber mach mal ruhig ein bisschen auch die Bohrer und die Kasernen. Level auch das ruhig mal ein bisschen weiter, denn gerade die Minen und Sammler, die sammeln ja für umsonst, also in Leerzeit und deswegen würde ich da ruhig ein paar Bauarbeiter reinsetzen. Ich sehe auf jeden Fall, ist eine aktive Base hier. Hier geht der Bogenschützenturm hoch, hier geht der Magierturm hoch und auch der Magierturm hier geht hier hoch. Donnerwetter, hier ist richtig was los in der Base. Also ich denke mal, sieht gut aus hier und es ist kein Zufall, dass er von den True Warriors 2 kommt, denn
er ist bei uns ja erst ein paar Tage da. So, den nächsten steht bei mir nicht zeigen, aber diesen hier soll ich zeigen. Ich weiß, dass ich ihn schon mal gezeigt habe, das ist ganz witzig. Aber mir ist aufgefallen, nicht den Magier. Da steht nicht zeigen. Dann ist er es. Entschuldigt, das war gerade eine falsche oder eine nicht ganz richtige Tech. Es müsste diese hier sein. Vom Maxim FSB. Den habe ich schon mal gezeigt von True Warriors, aber ist mir gar nicht aufgefallen. Er ist jetzt ein Rathaus 9er. Ja, also ein frischer Rathaus 9er. Und ihr seht das hier unten auch, bis auf den Erdbebenzauber hatte er auch alles auf Rathaus 8 durchgelevelt. Und jetzt sehen wir hier einen schönen frischen Rathaus 9er. Der zweite X-Bogen geht hier erstmal ganz behende hoch. Hier geht der nächste Bogenschützenturm hoch. Also ich denke mal, er wird jetzt erstmal alles, was er an neuer Defense reinbekommen hat, an die alte angleichen. Also erstmal auf Rathaus 8 Stufe bringen. Und hier gehen auch schon, die ersten Lager hoch. Also hier ist auch der Bauarbeiter rum. 205 Truppen hat er schon, super. Er macht hier, glaube ich, an der Stelle alles richtig. Also wir kennen eigentlich den Maxim hier als Rathaus 8. Und die Base kommt mir jetzt relativ bekannt vor. Das ist ja meine Save the Dark Base. Also super hier, Maxi, dass du das Ding hier nutzt, finde ich wirklich, wirklich gut. Und vielen lieben Dank auch, dass mal Bases genommen werden, die auch ich eigentlich immer zu geschätzt habe. Wir haben hier den Vini TV vom Clan Big Garden 1, heißt es glaube ich, oder Big 1 Garden. Er ist der Leader, Clan Level 1, hat er wahrscheinlich selber eröffnet, aber das Rathaus 10 hier, das ist auch mal wieder so ein, so kann man es auch machen, wenn man es verkehrt machen möchte, hätte ich mal fast gesagt, er ist auch abgefarmt. Also die Base hier ist eher, würde ich so sagen, schwach. Für den Rathaus 10 ist sie wirklich schwach. Die Zauberschüssel geht jetzt hoch für den nächsten oder für den fünften Zauber. Das ist zwar löblich, aber wenn wir uns die Helden anschauen mit 5 und 7, das ist, muss ich einfach mal so sagen, das nix. Weiß ich nicht, was das dann soll hier. 220 Truppen hat er noch, hat die X-Bogen hier auf Level 1, hat die auch noch nicht auf 35, also irgendwo ein bisschen was gemacht, ein bisschen was nicht gemacht. Golem nicht gelevelt, hat den Hund auch noch nicht, also den kriegt man auf Rathaus Level 9. Da weiß ich nicht, was er hier gemacht hat, da muss er sicherlich noch ein bisschen üben, würde ich sagen. Und bei mir steht aber der nächste drin. Es ist der Jeff vom Clan Monster Bros. Ich weiß, dass er abgefarmt ist. Trotzdem möchte ich ihn ganz gerne zeigen, denn er ist ein guter Rathaus 9er hier, also ein starkes Rathaus 9. Leider abgefarmt. Schade auch. Jeff, du bist leider abgefarmt. Das ist echt schade. Das tut mir leid, das markiere ich mir aber jetzt auch so. Und dann sehen wir dich hoffentlich beim nächsten Mal zur erneuten Bewertung. Wir können aber den Barbaren bewerten hier. Er ist ein Rathaus 9er, der schon in der Legende war, mit 5200 Punkten, mit 5002 Punkten, also fast eine Punktlandung hier in der Legende gehabt. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und es ist Max R9er, da brauchen wir uns gar nicht rum kümmern. Das sieht man auch an der Base hier. Hier gehen jetzt vielleicht noch, was könnte hier noch gehen? Die eine oder andere Mauer, die ich jetzt vielleicht nicht sehe, aber ich hätte fast gesagt, auch er ist hier mit seiner Base durch, macht das Rathaus noch nicht auf 10, das ist super, weil seine Helden noch gehen. Oh, hier gehen auch beide Helden beim Barbaren, das ist auch super. 22 und geht hier auf 21 und die Base hier hält sicherlich 29 Defenses, 3 Attacks Once. Ich denke mal, er ist im Moment nicht so hyperaktiv, aber das Dunkle wird hier, glaube ich, dann an der Stelle schon wieder ganz gut geschützt. Und auch die Luftabwehren hier ergänzen sich sehr, sehr schön mit den Wizard Towern hier, also mit den Magier Towern. Auch auf dieser Seite ist das absolut so. Und die Feger stehen auch beide sehr, sehr gut. Also da kannst du, ist schon schwierig, hier auch mit Luft irgendwo durchzukommen hier. Und ich denke mal, er ist hier zufrieden mit seinem Dorf. Der Barbar vom Clan, was Besseres. Ich glaube, die Tage habe ich auch mal darüber gesprochen. Ich glaube, es war im Stream. Ich glaube, im Stream habe ich da schon angesprochen, dass ich ihn auf meiner Besuchsliste habe. Und wir haben hier den CR-AZ, heißt es, glaube ich, vom Ü20 Clasher Clan. Er ist Co-Leader Clan Level 5. Hat noch nicht so viele Sterne gewonnen hier mit seinem Rathaus 9er. Also da hätte er sicherlich mehr machen können. Aber vielleicht hat man auch gar nicht genug Zeit. Hat aber alle Truppen am Start hier, was
den CK benötigt. Die Hexen kann man noch ein bisschen leveln. Die Schweinereiter, oh Mann, die Schweinereiter. Level doch die Schweinereiter. Denn die sind doch extrem gut, Mensch. Aber es sieht ganz gut aus. Auch das Dorf sieht sehr, sehr stark aus. Hau das Schwarze in deine Helden rein. Denn das Dorf hier ist schon wieder ein bisschen zu stark für die Helden. Die müssen einfach mitziehen. Die müssen an der Stelle mitziehen. Sonst werden die Gegner für dich im Clankrieg etwas zu stark. Und du hast natürlich auch schon mal gedefft hier. Super im Moment unterwegs in der Champions League. Also auch Glückwunsch zu den 2000 Games, die er sich hier abgeholt hat. Und ich glaube, das sieht an der Stelle ganz nett aus. So, wir haben einen, der mir geschrieben hat, ich mache gerade Päcker im Labor. Wollen wir mal gucken, wer es ist. Wer hier seinen Päcker im Labor macht, der macht den nämlich nicht mehr im Labor. Der ist nämlich schon fertig. Und er heißt hier Hals Maul und versucht mich immer als Friend zu adden. Kannst du vergessen, du bist bei mir in den Zehen drin, aber ich nehme im Moment ja keinen an. Er ist vom Clan Kalter Busch, er ist dort der Leader. Und es ist, glaube ich, ein gutes R8 gewesen. Es wäre ein gutes R8 gewesen, wäre er nicht abgefarmt. Das war er, glaube ich, eben auch noch gar nicht. Denn hier gehen auf jeden Fall geht noch eine Kaserne hoch. Aber die Base, kann ich euch sagen, sieht gut aus hier. Er ist, glaube ich, auch noch nicht so ultra, ultra lange. Rathaus 8 hat das Wichtigste hier auf jeden Fall gemacht. Und ich werde ihn nochmal mit in die nächste Folge nehmen, wenn er nicht abgefahren ist. Der Hals Maul. Hals Maul. Ohne T geschrieben, auch nicht schlecht. Wir haben hier den Sammy vom Clan Die Crew. Wir gucken uns den Zehner hier an. Er hat Bowler, er hat die Miner, also die hat er sich schon freigeschaltet. Die fehlen mir beim Avatar noch. Und hat auch die gängigen Zauber gemacht, also Rathaus 9, würde ich sagen, hat er voll durchgemaxt hier. Ja, sieht auch so aus, bis auf ein paar Mauern, die hat er ausgelassen. Und auch ein paar Heldenlevel, aber hier hinten, so wie ich das sehe, ja, da geht die Queen. Ja, da geht die Queen hoch, das ist natürlich super. Und auch Rest der Base hier, glaube ich, sieht relativ stabil aus. Hier wieder die Superschützung der Luftabwehr vom Magierturm, vom Bogenschützenturm. Hier geht der dritte X-Bogen auf seine Reise erstmal nach Level 3. Da gehen die ja noch ein Level hoch hier. Die Infernos hat er auch noch nicht so hoch. Also ich denke mal, das Dorf hier ist relativ stabil. Hat auch schon gedefft oder halt gedroppt defft. Und bis auf die Helden würde ich sagen, bin ich mit dieser Base hier eigentlich einverstanden. Ich hoffe, er macht sie nach. Das ist immer das Problem. Aber ich habe gesehen, er hat auch schon dunkle Truppen gemacht. Hier den Golem nehme ich schon auf 5. Also pump ruhig richtig demnächst Schwarzes in deine Helden rein. Und dann denke ich mal, bist du noch zufriedener mit deinem Account. Aber ich sehe das hier. Hier gehen jetzt zwei Lager auf einmal hoch. 220, 230 Truppen hat er dann. Ja, die hat er dann, hat er demnächst auch in 20 Tagen seine 240 Truppen, denke ich mal. Und ist sicherlich zufrieden hier. Ich wäre zufrieden, wenn ich nicht ab und zu mal im Nachtdorf den einen oder anderen Angriff machen würde. Das machen wir auch. Ihr seht das hier. Kurzer Cut, also nicht kurzer Cut, sondern kurzer Pausencut. Ich muss einfach mal wieder hier angreifen, denn ich habe ja die Hexen jetzt endlich auf 12. Ob die was taugen, weiß ich noch nicht. Ob meine Angriffstaktik was taugt, weiß ich erst recht nicht. Im Moment mache ich das tatsächlich so, dass ich immer noch meine Kampfmaschine hier ins Getummel bringe. Ich muss mal schauen, von hier ist das doof, da ist die Tonne da. Deswegen lasse ich den einfach mal hier laufen und gucke mal, dass ich hier hinten jetzt die Hexen bringe. Davor bringe ich jetzt die... da muss es auch machen, Thorsten. Davor sollten jetzt eigentlich die Megamutanten. Jetzt habe ich die nicht rausgekriegt. Und aber die Kampfmaschine geht hier... Oh, der hat die dicke Kanone und die schießt jetzt natürlich erstmal auf meinen Helden. Das ist natürlich nicht so schön, denn die macht richtig viel Schaden. Ich glaube, die kriege ich auch nicht rechtzeitig weg. Er hat auch richtig viel Luftbomben. Wenn die nochmal schießt, ist mein Held natürlich dahin. Da kann ich mich nicht gegen wehren. Das ist echt krass. Und komischerweise ein so einen Schuss überstehen hier die Nachthexen. Obwohl mein Held, der kriegt irgendwie viel mehr Schaden. Macht die mehr Schaden an der Kampfmaschine hier. Das war natürlich Nippes hier, 41%. Den haben wir leider verloren. Dann machen wir doch lieber. Wir machen lieber die Dorfbesuche weiter, Leute. Ja, das ist, glaube ich, besser, als dass ich mich nochmal im Nachtdorf schlage. Aber wir machen in jedem Fall nochmal einen Nachtdorfangriff zum Ende. Das lasse ich ja nicht ganz auf mir sitzen. Und wir haben hier den Magic. Ich weiß, dass er bei mir in der Tabelle vom Clan Austrian Chaos
als abgefarmt gilt, aber es ist ein Maxed RH7 und ich kann ihn trotzdem zeigen, denn er hat gedefft und sein Rathaus geht hier auf die nächste Stufe hoch. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Wir sehen hier Maxed RH7, also alles ausgebaut. Truppen habe ich, glaube ich, eben schon gezeigt, beziehungsweise man sieht das hier. Hier gibt es nichts mehr zum Upgraden. Also super Base hier, denke ich mal. Und er müsste ja jetzt, hat auch schon viermal gedefft hier. Also auch super Sache. Und ich denke mal, auch das, was jetzt gerade hier war, hier gehen wahrscheinlich, hier gehen noch ein paar Minen und Sammler hoch. Okay, die gehen hier auf 11, die sind durch. Die gehen dann auf Rathaus 9 nochmal ein Level höher. Beziehungsweise nicht auf Rathaus 9, auf 8 gehen die, glaube ich, schon ein höher. Und oder auf 9, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, auf 9 gehen die erst wieder ein höher. Und sieht aber sehr, sehr gut aus hier. Und ich denke mal, er ist auf jeden Fall zufrieden mit dem Account. Ich bin ganz froh, dass ich ihn jetzt mit drin habe und kann ihn jetzt als gezeigt flaggen. Hier hast du schön gemacht, Magic. Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht gestört, dass du abgefahren warst. Mich hat das nicht so stark gestört. Denn wir erkennen ja deine Base noch und wir sehen ein Maxed RH7 hier. So, wen habe ich, oh, so ist auch mal eine doofe Floskel von mir. Wen haben wir hier drin? Wir haben den Carius Maximus vom Clan Eragon. Er ist ältester und ist ein Rathaus Level 8 und ich glaube, das ist stabil hier mit zweier Packer. Der geht sicherlich jetzt auf 3 hoch für einen schönen Go-Vibe. Und hier unten die dunklen Truppen hat er sich freigeschaltet. 82 Sterne ist auch ein bisschen wenig, aber das Dorf hier sieht gut aus. Ah, okay, er muss den Pott hier jetzt natürlich hoch haben, um den Golem dann auf 2, glaube ich, zu bringen. Sonst kriegst du den hier auf 2 hoch. Und sieht aber gut aus hier, die Base. Er war auf jeden Fall ein Max RH7 und ist jetzt dabei ein, ich denke mal, er wird ein Max RH8. Die ersten Mauern werden da hinten schon schwarz hier, die drei. Und er klopft jetzt die Luftabwehren schön auf 6 hier. Die beiden sind schon auf 6. Und hier decken zwar jetzt die Magertürme keine einzige Luftabwehr mehr. Vielleicht kann man die da mal ein bisschen umtauschen, aber Feger geht hoch. Also er ist auf jeden Fall, rüstet er sich gegen Luftangriffe, denn auch der Bogenschützenturm hier geht hoch. Dass er 200 Truppen hat, da muss ich nicht nachgucken. Und er hat jetzt eine Päckerkaserne schon. Labor läuft. Perfekt. Super gemacht. Super Account hier. Klasse. Carius Maximus. Mit Level 86, glaube ich, ist man auch in einem richtigen Bereich. Und wir haben wieder jemand vom Clan True Warriors. Warum habe ich die eigentlich? Es ist der FP8. Denn auch als der sich hier beworben hat, war er noch nicht bei den True Warriors 2. Aber er hält uns jetzt schon ein oder zwei Wochen die Treue. Eine Woche nämlich. Und er ist auch ein Rathaus Level 8. Bis auf den Erdbebenzauber ist er nämlich auch schon durch. Und geht jetzt trotzdem noch nicht auf 9, weil er hat noch reichlich zu tun hier. Minen und Sammler müssen noch hoch. Er hat noch ein paar Mauern zu machen, aber so richtig wirklich viel muss er denn auch nicht mehr machen. Oh, nette Geschenke macht er hier auf jeden Fall. Ich kenne das von meinen Accounts. Schön die Lager an Rand stellen, da kann man sich bedienen und dann defft man hier nämlich auch mal. Also gar nicht mal schlecht hier, hat er gut gemacht hier. Und der Rest ist hier aber sowieso durch. Ob ich die beiden jetzt so unbedingt nebeneinander stellen würde, vielleicht wäre es pässlich, wenn man denn einen mit so einem Lager hier vielleicht tauscht oder mit der Queen-Platte und die Queen-Platte bis die King-Platte ein bisschen woanders hinlegt, sei mal dahingestellt. Man hat ja als Achter nur 3 Stück. Hier ist es ganz gut, aber es schützt natürlich nicht die Luftabwehren. Und gerade wenn man die hier wegblitzt, kommt man natürlich hier ganz nett durch die Base durch, weil der Feger nach da steht. Und man erreicht, ich denke mal, man kann die beiden Luftabwehren erreichen. Aber sieht ganz gut aus hier und ist auch ein cooler Char bei uns im Clan True Warriors 2. Also cooler Kämpfer hier, vielen Dank FP8, dass du bei uns bist, also ein Warrior bist. Wir haben den Easy Aiming, den kennen wir eigentlich, da habe ich früher schon mal Angriffe von gezeigt, der war nämlich auch schon mal bei den True Warriors. Er ist jetzt im Clan High Society, ist sein eigener Clan und er ist ein Rathaus 10er, ist schon ein kleines Stück weitergekommen hier, muss ich sagen, denn die Base hier macht schon einen starken Eindruck. Ich denke mal, die ist auch relativ durch von der Defense. Helden sind schon über 30. Das ist auch super für einen RH10er. Ja, okay, ein Held. Der andere Held schlummert hier noch auf 20. Also hat er da sicherlich noch was zu tun. Aber die Base hier, die ist durch, hätte ich mal fast gesagt. Von der Defense her, hier geht noch der Bomb Tower auf Level 4. Der ist schon 4 hier, das sehe ich an der Farbe. Und ich denke, er ist auch zufrieden. Er ist in Champions 3, war sogar schon mal in Champions 1. Also ist eigentlich ein ganz cooler Account. Erdbeben nicht gelevelt, Eilzauber nicht gelevelt. Mein Mann, Eilzauber. Naja, gut, wenn man nicht mit Luft angreift.
Also ich finde gerade den Eilzauber, den sollte man doch schon auf Level 2, beziehungsweise hier geht er sogar auf Max-Level, auf Rathaus-Level 10, also an Zaubern. Hast du noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, du bist trotzdem zufrieden mit dem Dorf hier. So zufrieden, wie es der Louis 09 ist, vom Clan Läden One heißt es da, glaube ich. Und er ist ein Rathaus 8er hier. Ja, ich denke noch nicht so lange Rathaus 8, sage ich ja immer sehr, sehr häufig. Glaube ich einfach mal, wenn ich so ein Dorf hier sehe, denn er war sicherlich ein Max RH7A, nicht ganz. Da fehlen sicherlich ein paar Mauerstücke. Und ja, hier fehlt es auch an der Def. Ja, viele, viele machen das nicht. Und auch hier sehe ich es immer wieder, die Luftabwehren. Ich weiß, die laufen, die haben eine lange Laufzeit. Die haben eine lange Laufzeit, aber macht die hoch, weil auf 3 bringen die im Rathaus Level 8 nichts. Muss man einfach mal so sagen, zumindest nicht im Klarkrieg. Mit 39 Sternen hat er ja auch nicht so viel. Und hier geht sicherlich noch einiges, was man nachholen kann in jedem Fall. Was dazu gehört, sind auf jeden Fall die Luftabwehren. Also klopft auch die hoch. Er hat in jedem Fall auch noch nicht alle Truppen, also auch die Lager müssen da hoch. Deswegen auch dieser Account hier, glaube ich, vom Louis. Das darfst du mir nicht nachsehen. Du hast was probiert, aber hast dann irgendwann gesagt, ah, das dauert mir alles zu lange, ich mache jetzt einfach weiter. Hier nächste Rathausstufe. Und das ist vielleicht dein kleiner Fehler gewesen. Ich hoffe, du holst das wieder auf, damit du ein, ich nenne es mal überspitzt, ordentlicher Account wirst. Und wir gucken mal, ob das noch ein ordentlicher Account ist hier. Vom Lord zu dem T. Vom Clan Teamplayer Nummer 1. Clan Level 10, er ist ein Rathaus 10er mit mittelmäßigen Helden. Ich hätte fast gesagt Rathaus 9er Helden. Auch noch nicht so gut, aber er hatte hier alle Truppen zumindest am Start. Zwei Erboler am Start. Und die hat er auch in Ausbildung, ich nehme mal an. Das ist so eine typische Kampfarmee hier, mit der man auch im CK was reißen kann, aber mit den Helden. Also ich finde die Helden ein bisschen low, klopft die Helden unbedingt hoch. Und aber in der Base geht jetzt einiges hier. Alle 4 Luftabwehren auf einmal. Suboptimal. Denn gerade, wir hatten ja gerade das Drachen-Event, ne? Da hast du sicherlich nicht gedefft, obwohl du hast 16 Defs. Aber ist natürlich. Gegen Luftangriffe ist diese Base im Moment sehr, sehr anfällig, würde ich mal so sagen. Und zudem geht hier auch noch der Flächenschaden auf seinen letzten Level für Rathaus Level 10. Also, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber wenn er jetzt erstmal alle 4 natürlich oben hat, dann ist er damit durch. So kann man es auch sagen. Das machen ja auch viele, die sagen sich, ich mache jetzt alles auf einmal, also so wie hier, alle 4 Luftabwehren, dann habe ich es hinter mir und nach mir die Sintflut und kann man auch so machen. Aber ansonsten, ja, Durchschnitt. Bis auf die Helden, die hätte ich doch schon ein bisschen höher gezogen. Ich weiß nicht, ob man da weit mitkommt in dem Bereich. Und aber sonst das Dorf, glaube ich, passt dem Lord zu dem T ganz gut. Das waren meine Tags, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die Folge gefällt euch hoffentlich noch viel besser, wenn ich jetzt noch eine Attacke hier im Nachtdorf mache. Ach, das Nachtdorf. Ja, da kommt diese Woche auch noch eine Folge. Zumindest gönne ich euch eine ganz, ganz kleine Folge Nachtdorf mit mir. Jetzt muss ich erst mal sehen. Ah, da. Okay, also hier komme ich jetzt tatsächlich mal der Kanone entgegen. Denn ich hoffe einfach mal, dass ich die jetzt wegbekomme, bevor die Kampfmaschine. Ah, nein, schaffe ich doch nicht. Einmal schießt sie mindestens, ne, oder? Ja, einmal hat sie geschossen. Okay. Mal sehen, ob die noch ein zweites Mal ballert, bevor die Megamutanten die wegmachen. Oh, die konnte sogar noch ein zweites Mal ballern. Aber ich glaube, mein Tank geht hier gerade ganz gut durch die Base durch. Das sah noch ganz gut aus. Und jetzt habe ich. Ah, der Multimörser ist weg. Okay, der kann meine Hexen also nicht mehr stören. Das ist schon mal ganz gut. Und mal sehen. Und ein bisschen ist das schon am Rathaus dran. Mal gucken, wie knapp oder wie nicht knapp das diesmal wird. Und, oh ja, ach ja, okay, den Brutzlatter gut positioniert, aber die machen auch schön viel Eigenschaden. Hier, jetzt sind wir bei 58%. Mal sehen, ob das an der Stelle mal für mich reicht hier. Das muss auch mal reichen hier für den Abschluss einer Dorfbesuchsfolge. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die wirklich wieder super Text hier bei euch, Leute. Und es war jetzt auch schon die 20. Folge Dorfbesuche. Mal sehen, ob in der 20. Folge Dorfbesuche ich einmal im Nachtdorf gewonnen habe. Jawohl, ich habe gewonnen mit 56% für den Gegner. Er hat die schon auf 13 hier, 10 Stück, aber Kampfmaschine nicht so hoch. Okay, kann ich da nur sagen. Und ich gehe nochmal zurück in mein Dorf. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, am Ende einen Daumen nach oben da lassen.
Und ich würde sagen, wir sehen uns und auch wir hören uns in den nächsten Tagen. Es gibt ja eine Ankündigung von mir, also der Community Clan ist von mir geplant. Ich habe das genaue Datum, ich habe genaue Fakten. Das könnt ihr euch aber alles am Freitag anhören. Bis dahin, euer Toto. Pläscht.